So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play auf Skuro 2. Auch dieser Part ist nachgesprochen, allerdings nur der erste Teil. Der zweite Teil ist der Stimme wieder vorhanden. Und wir sind immer noch auf der Suche danach, wie wir diese Blume vernichten können. Und was auch immer das gerade war. Ja, eine Pistole. Was war denn das jetzt überhaupt? Gib mir mal die Waffe. Auch wenn die Strom braucht. Und gehen wir jetzt zu... Oh, sie ist... Ja, verriegelt. Ja, das funktioniert, das ist gut. Ich habe schon gedacht, ich muss eine Axt suchen oder so. Gummigeschoss für eine Waffe, genau. Da ist so eine Kugel. Kann ich die vielleicht aufheben? Schauen, die Wände sehen hier sehr zerbrechlich aus mit einem Kran vielleicht. Ja, deswegen steht da auch einer. Hm? Kann ich da rein irgendwie? Kann ich... Oh ja, benutzen. It's what they call a technological shortcut. Oh Gott. Oh oh. Ja. Einhaken. Ich hab's gefunden. Bams. 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 Oh yeah. Bams. Oder auch nicht. Wieso bin ich da jetzt nicht durchgegangen? Schauen wir uns einfach noch mal ganz kurz in der Ecke. Was? Was steht da? Achso, ein Welter, der 57 Kilogramm Bauschutt fasst. Bauschutt. Ja, das haben wir schon gelesen. Sagen, dann gehen wir da mal durch. Und ich... Ach du Schande. Wo sind die Gegner? Hallöchen! Waffe? Ja, tolle Waffe, muss ich echt sagen. Ganz akkus leer. Und wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Mann! Okay, egal. Sorry. Tut mein Telefon geklingelt. Stirb halt endlich! Du scheiß Gegner hier. Au! So. Spritze für das Serum. Spritze für das Serum. Oh, I hate needles. Okay. Mamma mia, jetzt ist meine ganze Batterie leer. Ach Gott, wie viele noch zum Aufheben hier? Okay, nehmen. Lauter Stühle zum Nehmen, also das ist echt. Schauen. Diese Bildschirme zeigen hoch aufgelöste Staub an. Ach so. Hoch aufgelöst. Okay, da kann ich schon mal nicht durch. Nein. Wo muss ich lang? Die Tür ist blockiert. Okay, alles klar. Hätte sein können, dass ich da lang muss. Bücher, diese wurden geschrieben, um Vollstudenten zu quälen. Diese Treppe für Selbstmörder. Eine Treppe für Selbstmörder. Okay.
Bücher in aller Größen. Sollte uns jemand das letzte Papier ausgehen, wissen wir, wo welches zu finden ist. Alles klar. Vertreiben kann man es auch. Toll. Bücher aus letzten Papier, alles klar. Ach Gott. Ich sehe es jetzt schon kommen, wir brauchen einen anderen Mitglied. Ein anderes Mitglied. Also raus hier. Ich sehe nichts, danke. Dann holen wir uns das andere Mitglied und dann passt das schon so, genau. Durch die Tür. Warum müsst ihr mal ansprechen, wenn ich durch irgendwas durchgehe, dann geht es mir wieder keine mit. Ja. Okay. Wir nehmen den Kletterheini mit, auf jeden Fall. So, nehme ihn mit. Gut, dass du mir folgst. Also, wir müssen jetzt da wieder zurück und dann könnten wir nicht mit ihm nach oben kommen. Bei den Büchern. Müsste klappen. Gehen wir nicht hier rein, das würde mich eigentlich mal interessieren. Sie klemmt, sie geht nicht auf. Okay, alles klar. Und da hinten ist nichts mehr. Okay. Also bin ich doch richtig gegangen. Dadadadam. Ich frage mich eigentlich, was es bringt, wieder hier zu sein. Denn ich habe keine Ahnung, was es mir bringt. Also, was es für einen Sinn hat, hier wieder zu sein. Spring. Nach oben, oben, hoch, 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 hoch. Hopp, 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 hopp. Danke. Hochheben. So, bitteschön. Nach unten. Okay, egal. Öffnen. Hier ist nichts mehr. Schauen, diese Bücher werden bald eine neue Zuflucht finden oder sie werden verbrannt. Okay, was? Ich wollte da nicht runter. Geh wieder hoch. Hoch, hoch, hoch. Danke. Öffnen. Die Tür ist blockiert. Okay, was hat es dann gebracht, hier wieder rüber zu gehen? Ah! Jetzt sehe ich's. Hoch, 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 hoch. Nehmen Energy Drink. Ist das hier? Eine Leiter? Nee. Aha. Also gibt's hier oben gar nichts mehr. Okay. Dann gehst du auch mal wieder runter. So. Dann raus hier. Raus hier. I'd like to know where Sven's murderer is hiding. I'm gonna kill that scumbag. Ist ja gut. Wir werden ihn schon zur Rechenschaft ziehen. Meine Güte. Ja, wir haben jetzt ein Ding gefunden, wie das schon wieder klingt. Lalala. Wo ist denn? Eine Beißzange gefunden und die können wir jetzt verwenden, um eine Tür aufzumachen. Das ist gut so. Also jetzt da die Stück komplett kaputt ist, ist es hier noch schlimmer, sich zu bewegen als im ersten Teil. Im ersten Teil kannst du noch dahin gehen, aber in dem Teil ist so viel eingeschossen und kaputt, dass man fast gar nichts mehr betreten kann. Nein, hier war es nicht, denke ich mal. Mein Gott, Kerl.
So, wir müssen, das war ungefähr auf wo? Nein, nicht da. Nicht da. Raus. Okay, das war, dann müsste es doch eigentlich gleich kommen. Da vorn. Richtig? Ja. Benutzen. Achso, ich muss drücken. So. Die Kette zerfällt in Stücke. Toll. Und hier machen wir dann weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao.